Es gibt nur wenige Lifte und Gondeln, die in den Kitzbüheler Alpen ihren Betrieb aufgenommen haben. Denn der große Schneefall blieb bisher aus. Befahrbare Pisten gibt es nur in den höheren Lagen, wie am Resterkogel bei Mittersiel, wo WintersportlerInnen ihre ersten Schwünge ziehen und das Bergwetter genießen. Die stark gestiegenen Preise für Liftkarten, Essen und Getränke nehmen sie dafür in Kauf, zumindest derzeit noch. Auf die Skifahrten hat es keine Auswirkung. Im Restaurant gibt es halt nur mehr einmal Schnitzel die Woche und nicht zweimal. Natürlich kenne ich viele, die jetzt aufgrund der hohen Preise sich schon überlegen, ob sie sich eine Skikarte kaufen wollen. Jetzt ist ungefähr 20-30% alles teurer geworden. Noch einmal 20-30%, dann können wir uns das nicht mehr leisten. Dann müssen wir unser Hobby leider aufgeben. Zu hohe Temperaturen und die gestiegenen Energiepreise erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf die Bergbahnbetreiber. Für den Start in die Skisaison laufen die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren. Und dieser Betrieb kostet heuer besonders viel. Wir gehen davon aus, dass wir mindestens doppelt so hohe Stromkosten heuer haben. Und das ist natürlich etwas, was wir weitergeben müssen an den Kunden. Das bringt uns, das sind Millionenbeträge. Ein Tagesticket in der Region Kitzbühel, Kirchberg, Mittersiel kostet für Erwachsene zwischen 54 und 65 Euro. Wie viele sich angesichts der Wirtschaftskrise das Schneevergnügen dieser Saison leisten wollen, ist noch ungewiss. Einige setzen jetzt schon auf günstigere Alternativen.